dir jeden Wunsch, flüster mir ins Ohr rein. Für dich würde ich gegen alle kämpfen wie bei Fortnite. Ich würde gern nach Rom, gern nach Paris, dann Montreal und danach nach Wien. Aber sie will nach Copa, an die Copacabana. Ich wär gern auf Hawaii oder Bali, von Shanghai bis Abu Dhabi. Aber sie will nach Copa, an die Copacabana. Alle Superstars, wie du weißt, 20 Mädels VIP für die Vibes. Komm in, ich find's dein Vibe, bitch, ich trag Victorias Geheimnis und am Valentino Kleid bei. Gib ihm, baby, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, baby, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, baby, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, baby, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, baby, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, baby, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, baby, gib ihm. Leg dich auf den Boden, winkel deine Beine an, spann dein Körper wie im Bogen, nimm die Füße in die Hand. Was? Auf den Boden, und jetzt deine Beine, wohin? In die Hand. Und dann? Und dann? Mach die Robbe, Robbe, mach die Robbe. Wir bauen die Skybase im Himmel, es gefällt mir hier. Hey, wir bauen die Skybase bis über die Wolke. Kleiner Spaß! Was? Leute, warum ich so gut drauf bin? Es ist nämlich gerade 4 Uhr nachts und ich freue mich schon richtig drauf, euch jetzt gerade die Visual Effects zu erklären. Was? Ihr wolltet eigentlich nur das Video davor sehen? Euch interessieren die Visual Effects gar nicht? Tja, ich mache nicht die Regeln. Wir fangen an mit diesem geilen Shot hier, ja. Und da sehen wir nämlich, wie die drei Damen da so sitzen. Da dachte ich mir, okay, übergeil, da gehe ich so in Fortnite rein, gehst du in den Creative Server rein, baust dir einen Greenscreen auf und dann posten wir damit ein paar Waffen. Und dann bin ich auch schon hier in After Effects drin. Und dann muss ich natürlich diese zwei Damen links und rechts wegkriegen, weil die wollte ich ja ersetzen. Habe ich direkt mal dieses Bild hier in Photoshop gemacht, wo ich dann die beiden doch retuschiert habe. Dann habe ich das retuschierte Bild drüber gelegt. Und an dem Punkt dachte ich mir so, okay, wie geil wäre es denn eigentlich, ein Musikvideo zu haben, wo die Shirin so auf mega krass macht und dann ist sie einfach die ganze Zeit immer nur alleine. Ultra traurig. Gut, aber Fortnite bringt mehr Klicks. Deswegen haben wir auch hier schon den Clip von dem Fortnite-Skin, den ich hier reingezogen habe. Gut, das Grüne an der Stelle ist natürlich nicht so schön. Machen wir mal weg. Zack. So, habe ich noch ein bisschen mehr Rosa ins Spiel gebracht. Und jetzt ist der Shot auch schon fertig. So, auch bei diesem Shot war natürlich wieder Magie zugange. Auch hier muss ich allererstes wieder das Mädel loswerden, weil... ganz ehrlich, er will da mit einem echten Mädchen abhängen, wenn man auch mit einem Fortnite-Skin abhängen kann. Das habe ich so gemacht, dass ich quasi die wieder in Photoshop ausretuschiert habe und dann quasi das einfach über sie drüber gelegt habe. Ja, ist nicht perfekt, aber das reicht auf jeden Fall dafür. Dann habe ich die Bewegung von Leon Marcher quasi gespeichert und habe diese Bewegung quasi auf den Fortnite-Skin draufgesetzt, sodass es quasi aussieht, als würde er drauf stecken. Ich glaube, ihr versteht das Prinzip. Ein bisschen die Kanten verbessert, ja, ein bisschen die Farben deutlich verbessert. Ja, dann hier nochmal die Farben krass verändert. Und jetzt passt es so viel mehr in diese Sonnenuntergang, Stimmung, richtig romantisch. Die haben einfach eine geile Zeit. Ja, dafür habe ich jetzt diese Nacht durchgemacht. Wenn ihr Bock habt, auch sowas zu lernen, diese ganze Magie und so weiter und so fort, Visual Effects halt, bisschen Schnitt auch. Ich bringe demnächst Kurse raus. Ja, ich bringe euch das bei, wenn ihr das lernen wollt. Folgt mir mal auf Instagram, da halte ich euch am Laufenden. Und dann, wenn ihr mich auf diese Reise begleiten möchtet und noch mehr von dem Zeug sehen wollt, dann abonniert mich. Haut auch diese kleine Glocke da rein, weil YouTube hat sich dagegen verschworen, meine Videos auszuschütten. Da bin ich mir echt sicher. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut.